So, herzlich willkommen hier mitten im Kampf. Ich habe vor mal kurz wieder den Speicherstand sozusagen geladen und hier jetzt an derselben Stelle angefangen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Aber ich muss hier jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Das Böse aus dem Dorf hier vertreiben, ey. Ach, das war zu früh. Aua. So. Und dann lade ich mal meine Energie auf und bam, da platzt das Ding. So, wo haben wir noch was Rotes? Hier ist noch was Rotes. So. 3, 2, 1 und bam. Das Dorf soll ja wieder blühen, nicht wahr? Voller Leben sein und so weiter und nicht hier vergiftet und was weiß ich hier. Das Böse in sich tragen sozusagen. Das ist eine Kiste, aber die kriege ich noch nicht auf. Das hier sieht aus wie so ein Verkaufsstand. Dann auch diese bösen Eier da. Wo ist denn noch was Rotes? Da ist hier eine Barriere, da komme ich ja nicht durch. So, hier suche ich erstmal noch was Rotes hier. Wo bist du denn, du rotes Ding? Von dann komme ich ja. Okay, wo ist denn noch was? Ding ist ja noch nicht offen. Irgendwo oben vielleicht? Nee. Hier bei der Treppe? Ach, da ist noch was. Guck mal. Hier drin sogar. So. Und. Bam. Ah. Jetzt geht die Pflanze da auf. Okay. Muss ich die besiegen hier kaputt machen und bam, und der Boden wird grün, alles blüht jetzt hier wieder auf. Das ist doch toll. Ah, Hutwagen entdeckt. Okay, kann ich da Hüte kaufen oder was? Da wird was gezeigt, da hinten ist irgendwas. Was? Kammer und Upgrades. Aha. Wie die Feinde hier besiege und so weiter. Okay. Ja. Gut, dass ich diese schon einsetzen kann. Das habe ich ja letztes Mal schon gesehen. Als ich da mal was geguckt hatte. Aber da wollte ich noch nichts machen. So, ich denke mal, du hast jetzt auch weit genug gelesen. So, hier ist jetzt die Karma und so weiter. Hm. Aber das habe ich ja noch nicht so viel. Ich könnte erstmal das hier nehmen, wenn ich will. Oh Gott. Hm. Aber Rot Level ist auch noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Ja. Ich kann mir das ja mal überlegen, was ich da wann nehme und so. Pilz. Aha. Man hört so ganz leise die Musik hier im Hintergrund düdeln. Ja, was ist das hier? Ah. Okay. Kann ich mich irgendwo hinwarpen, aber
Bis jetzt habe ich, glaube ich, ja nur diesen einen Ort hier entdeckt oder so. Ich brauche mir nirgends hin warpen. So, brauche ich nicht. Okay. Und, ups. Was kommt denn da raus? Pflaum oder was? Da können die Geister was mit anfangen. Ich aber nicht. Upsa. Na gut. Könnte ich vielleicht was essen? Werden dadurch stärker oder was? Ich weiß es nicht. So, da hinten sieht es aus wie so ein Wasserrad. Dann gucke ich mich hier nochmal so ein bisschen um. Oh. Okay. Die haben da was rausgeschüttelt. Okay. Eine Kiste. Oh, verfluchte Truhe. Aua. Sowas gibt's auch ja. Verfluchte Truhe. Verflucht nochmal. Aua. Oh, jetzt noch ein Gegner. Bam, bam, bam. Hau sie weg da. Und da kommen wieder neue. Ein kleiner mit so einer Axt hier. Das geht ja gut, was? So. Und jetzt ist die Kiste frei. Okay. Baum, einmal auf den Boden klopfen. Und schon kommt da was Blaues wieder raus. Da ist auch was Blaues drin. Ist was oben. Hier ist auch wieder so ein Behälter. Mhm. Aber hier bei ja, dieser Brücke da, da leuchtet noch nichts auf. Die essen das. Oh, da ist auch was. Und wieder was Blaues. Hab schon 310 von denen. Okay. Sonst noch was hier? Ah ja, da ist noch... Oh, noch ein Fass hier. Was ist das Grüne? Aha, Klee. Oh je. Wieder was gefunden. Ein Topf. Okay. Gibt's hier irgendwie noch Ausrüstung für die kleinen Geister, wa? Ah, wollte gerade sagen, hier ist nichts, aber das ist doch noch was. Wieder was Blaues. 3,85. Oh, das sieht giftig aus. Ja, hier auch. Da möchte ich nicht unbedingt rein. Kann ich da oben was machen? Hm. Hier sind auch wieder überall so diese Katzen da. Okay.
Okay, mal gucken. Klappt das? Ah, es kommt was. Irgendwelche Windspiele hier. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. So, sind sie das? Wo kommst du denn her, Alter? Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masts to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. So eine Fuchsmaske. Look after Benny and Saya. Kümmere dich um Their Benny und Saya. Will be difficult for them to ja. Understand. Okay. Taros Maske. No, Fuchs, Katzenmaske, sowas. Geistermasken drücke, um Geistermasken zu tragen, okay. Schaue durch die Maske, um den Weg zu finden. Aha. Okay, kann man noch versteckte Objekte damit finden und so weiter. Okay. Komme ich mir ja jetzt im Moment vor. Wie bei Zelda, Majora's Mask. Ja, das ist ja schön, wenn die den Weg kennen. Gut. Da komme ich so nicht hoch. Kann auch so von nah gucken. Interessant. Da ist jetzt ein blauer Punkt, blaues Licht. Und wenn ich dann die Maske abnehme, ist das Blaue weg. Ob die Lichter auch dann was zu bedeuten haben? Ich weiß es noch nicht. Okay, das ist wieder so eine Sperre. Tja. Dann kann ich auch mal so langsam, aber sicher die Folge beenden. Kann ich denn dadurch mit die Maske aufsetzen? Habe ich die jetzt auf? Nee. Nee, aber die bleibt ja trotzdem. Die. Naja, gut, auf jeden Fall mache ich erstmal hier die Folge beenden. Sage dann wie immer oder wie fast immer, macht ihr noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Und dann, ja,
Bleibt schön gesund, macht keine Dummheiten und so weiter, ne? Und dann sagt euer Zelda-Fan, bis zum nächsten Mal, macht's gut und bye bye. Und ich speichere mal zwischendurch. Bis dann.